Ja, guten Morgen zusammen, liebe Frau Professor Mutzel, was für ein schöner Tag. Ja, es regnet zwar, aber wir haben Sonne im Herzen, gell, weil es so lange gedauert hat, gefühlt jetzt, bis wir das geschafft haben heute. Aber es ist wirklich ein ganz großer Schritt für die Universität, so würde ich das jetzt sagen. Und eine großartige Leistung, an der viele beteiligt waren. Und ich werde nachher noch mal vielleicht genauer das eine oder andere dazu erzählen, aber das ist für uns alle wirklich ein toller Tag und deswegen möchte ich gern mit diesem Bild der Sonne im Herzen beginnen. Ich freue mich sehr, dass die Bürgermeisterin Frau Untersee gekommen ist. Herzlichen Dank. Wir haben uns am 18. Oktober, waren Sie ja auch da, bei der Öffnung des akademischen Jahres. Ist noch nicht so lange her. Gell? Und wir freuen uns immer wieder, dass die Stadt, eigentlich die Universität, dann doch wenigstens versucht, ins Zentrum ihre Aktivitäten zu stellen. Das gelingt nicht manchmal nicht so, wie wir es gern möchten. Aber ich glaube, wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zur Stadt, mit der wir uns ja jetzt auch über viele Jahrhunderte entwickelt haben. Und ich denke auch, dass die Universität an sich mit ihren 50.000 Mitgliedern, davon 35.000 Studierende, diese Stadt natürlich in besonderer Weise prägt. Und wir aber auch diese Stadt brauchen für unsere Entwicklung, denn wir stehen ja im Exzellenzwettbewerb, wie Sie wissen, und da spielen viele Dinge eben im Wettbewerb eine Rolle, unter anderem eben die bauliche Entwicklung, gell, solche Dinge wie Verknüpfung von Standorten und vieles mehr. Und ich denke, dass wir da eben auch die Möglichkeit haben, zusammen diese Stadt zu gestalten, auch durch die universitäre Entwicklung. Und ich freue mich, dass die Oberbürgermeisterin, auch wenn sie kann, immer da ist. Gell? Und das möchte ich jetzt auch als positives Signal zurückgeben. Aber wir haben auch was vor der Brust. Also wir müssen wirklich gucken, dass wir da auch mit anderen Großstandorten wie Berlin, München, und mit denen wir ja konkurrieren, mithalten können. Ich möchte ganz herzlich begrüßen die Frau Schermesser. Sie ist hier in der zweiten Reihe. Frau Schermesser, deswegen auch, weil das MKW uns sehr unterstützt hat, jetzt auch bei der Beschaffung dieses Rechners. Es ist ja nicht mehr so einfach wie früher. Es gibt im Prinzip eine Liste, ja, von auch Standorten, die dann diese Großgeräte irgendwo auch beantragen müssen. Und wir sind darauf angewiesen, auch um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, dass wir in dieser Liste irgendwie auch relativ weit oben stehen. Und deswegen herzlichen Dank an Sie und bitte geben Sie es auch weiter im MKW, gell, denn ohne Sie würden wir jetzt heute auch nicht hier stehen. Ich möchte aber natürlich ganz herzlich danken den Mitgliedern des Rektorats. Wir sind heute fast vollständig gekommen. Natürlich der Maren Benewitz zuerst, wie Sie es auch getan haben, Frau Mutzel. Ich denke, Maren, wir sind besonders stolz heute auf dieses Ereignis und ist eben jahrelang auch vorbereitet worden. Aber es sind eben auch viele andere Mitglieder des Rektorats hier und wir haben eine ganze Reihe von Dekanen hier. Unter anderem, also wenn Sie mir erlauben, das zu sagen, den Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät, ja. Und Sie fragen sich vielleicht, warum er gekommen ist, gell? Und das können Sie ihn nachher vielleicht auch noch mal genauer fragen. Aber auch die Digitalisierung spielt natürlich in diesen Disziplinen eine ganz wichtige Rolle, eine zukünftige Rolle. Digitalisierung von Quellen, neue Möglichkeiten, eben Dinge zu suchen, gell? Wo man eben nicht mehr so darauf angewiesen ist, dass man in bestimmten Ländern genau in diese Bibliothek muss und es dann Einreiseprobleme gibt und so weiter. Also wenn dies mal fortgeschritten ist, wird man noch mal ganz anders auch in diesen Disziplinen agieren können. Gell? Und ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die aufgegriffen worden ist, auch in unseren theologischen Fakultäten, Digital Humanities. Also auch hier spielt letztlich das, was wir heute besprechen, also wenn man so will, High-Performance-Computing zu einem bestimmten Grad, ja, natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Aber eben natürlich auch der stolze Dekan der MatNat-Fakultät, und Walter Wittke und Herr Schof, der neue Dekan der landwirtschaftlichen Fakultät, und Bernd Weber sehe ich auch hier hinten, Dekan der medizinischen Fakultät. Also wir alle freuen uns natürlich auch, weil die Fakultäten jeweils mit ihren Mitgliedern auf diesen Großrechner zugreifen können. Ja? Und das ist auch wirklich eine tolle Sache. Herr Professor Engels, unser Hochschulratsvorsitzender, sollte hier sein, ist aber, glaube ich, wird wahrscheinlich im Verkehr aufgehalten worden sein. Auch er, Hochschulrat, hat eben die Beschaffung dieses Rechners, und es geht ja um viel Geld, natürlich dann auch sehr unterstützt. Aber ich möchte an dieser Stelle eben auch den Personen noch mal erwähnen, und ich komme später vielleicht noch mal zu dem einen oder anderen, weil ich habe mir das aufgeschrieben heute, wem ich alles danken kann, und die Liste ist lang, ja. Aber ich möchte vielleicht neben Frau Mutzel und ihrem Team natürlich das Team
des Hochschulrechenzentrums erwähnen, also Herr Bockholt, Herr Barbie, ja, und eben Ihr Team. Und dann gibt es auch Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, Herr Passon zum Beispiel und andere, die werde ich nachher auch nochmal erwähnen, die eben halt auch geholfen haben bei der Beschaffung, ja, Dezernat 5, Herr Baltes und Herr Weber und andere Kollegen, aber eben auch dann beim wirklich Verorten. Und wir hätten das nicht verorten können, diesen Rechner, wenn wir nicht Herrn Griebel und Herrn Schweizer gehabt hätten, die letztendlich auch ihre Räumlichkeiten angeboten haben, in denen wir dann diesen Großrechner auch etabliert haben. Und wir haben zwar einen Handel gemacht, Herr Griebel, dabei, also jetzt, der aber zum Positiven war, weil wir eben letztendlich diese Infrastruktur auch in den Blick genommen haben und gleichzeitig auch überlegt haben, dass wir vielleicht nochmal neue Köpfe in den Blick nehmen, ja, die dann auch ja diese Strukturen betreiben müssen. Von daher, glaube ich, ist es eine Win-Win-Situation gewesen, aber primär zunächst mal eben auch ein Angebot, ohne dass wir am Ende eben das nicht hätten realisieren können. Deswegen wirklich ganz herzlichen Dank nochmal. Ich möchte ganz kurz vielleicht noch erwähnen, was zur Historie. Also zunächst mal ist es spannend, gell, und ich habe lange nicht wirklich verstanden und weiß es aber heute, warum dieser Rechner Marvin heißt. Ja? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja? So, weil wir haben uns im Rektorat lange gefragt, wieso heißt denn das jetzt Bonner 2, nicht Bonner 2, sondern warum ist da so ein besonderer Name? Und ja, es ist Marvin. Ja? Und im Nachhinein, Frau Mutzel, ist mir auch klar geworden, warum es Marvin ist. Ja? Warum es nicht die anderen Computer sind, die ja da auch eine wichtige Rolle spielen, nämlich, weil es natürlich auch immer ein Aushandlungsprozess ist, gell, wer jetzt wie viele GPUs bekommen kann, wer da rechnen kann und so weiter. Und Marvin ist ja eben von seiner Natur aus jemand, der dann, Empathie hat, aber gleichzeitig natürlich auch, sagen wir mal, in diesem Aushandlungsprozess manchmal deprimiert ist. Gell? Und ich denke aber, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, gell? Aber trotzdem ein positives Bild, weil Marvin nämlich eine positive Figur ist in diesem Werk von Douglas Adams. Ja? Und von daher, jetzt ist es klar. Aber die Geschichte für die Uni Bonn ist eben so, dass wir 2018 im Exzellenzwettbewerb schon und eben auch davor, als wir versucht haben, über DFG-Anträge nochmal High-Performance-Computing in den Blick zu nehmen, klar gesagt bekommen haben, ihr könnt so nicht weitermachen wie bisher. Denn wir hatten bisher sehr viele dezentrale Strukturen, die auch zum Teil immer noch existieren und auch wichtig sind, weil die in den Fächern Dinge vorbereiten, also zum Beispiel in der Physik, ja, oder auch in der Chemie und das theoretische Physik, theoretische Chemie, und das bleibt auch wichtig. Aber wir haben uns gleichzeitig aufgemacht, tatsächlich in einem Effort von mehreren Kolleginnen und Kollegen, nicht nur von uns, die Sache wirklich grundsätzlich zu verändern. Und hier möchte ich Professor Urbach erwähnen, jetzt mal stellvertretend, Herr Urbach, wir haben uns heute Morgen auch schon gesehen, um ihn herum, gell, und mit seiner Hilfe hat man eben eine Gruppe auch ins Leben gerufen, die das Ganze nochmal auch antragstechnisch vorangebracht hat. Und es ist diese Vorarbeit gewesen, die, glaube ich, ganz besonders war und auch zu heute hingeführt hat, ganz am Anfang. Und ich möchte auch meinen Kollegen Ulf Meissner erwähnen, deswegen, weil er Sie, Frau Mutzel, wo Sie dann noch irgendwo anders waren, nämlich an der Universität Dortmund, damals in den Blick genommen hat und uns gesagt hat, da ist jemand ganz Besonderes, der hier bei euch was Neues aufbauen kann. Und deswegen haben wir auch mal überlegt, wie wir Sie rekrutieren können, und tatsächlich hat es dann auch funktioniert. Und das heißt, das ist in der Folge passiert. Und Sie haben ein Team aufgebaut von mehreren sehr motivierten Personen, und zwar das HPCA-Lab natürlich, was dann hinterher auch diese Struktur, die wir heute besprechen, natürlich wesentlich beeinflusst hat. Aber es war eben auch das HPC-Lab des Hochschulrechenzentrums über Herrn Barbie, die eben in der Zusammenarbeit dann diese Strukturen vorangebracht haben. Ja? Und da sind einige daran beteiligt. Ich kann jetzt nicht alle nennen, aber Herr Kostra, bitte helfen Sie mir nochmal.
Genau, gell, der hat eine wichtige Rolle dabei gespielt auch, und das möchte ich an dem Punkt ja auch nicht vergessen. Ja, und dann ist es eben so gekommen, dass wir eben auch die Beantragung dieses Rechners dann und die Beschaffung durchgeführt haben. Das hat wirklich doch länger gedauert, gell, hat sich über eine Zeit hingezogen, und heute können wir diesen Rechner einweihen, gell, und da sind wir alle doch sehr stolz drauf. Ich möchte am Ende, am Schluss meiner Rede nochmal sagen, dass wir stolz auf diesen Rechner sind, nicht nur durch die Art und Weise, wie er entstanden ist, nämlich durch die Gemeinschaftsarbeit und ein Verständnis, dass wir was verändern müssen und dass wir eine Kombination von zentral und dezentral brauchen. Ja? Und das haben wir heute auch. Also wie das generiert ist, da sind wir wirklich sehr stolz drauf, weil es das Wir irgendwo abbildet. Aber ich bin auch stolz drauf, was dieser Rechner leisten kann. Also Platz 423 von 500, Frau Schermesser, ja. Also wir haben noch ein bisschen Platz nach oben, gell? Das werden wir auch in den nächsten Jahren nochmal besprechen. Aber das ist schon was weltweit, gell? Und die Annette Schersau, die Prorektorin für Nachhaltigkeit, ist heute nicht da, aber Platz 34 der Green 500 ist mir in der Vorbereitung gesagt worden. Das heißt also, wir werden uns natürlich mit dem Thema der Energie Effizienz und das Green HPC beschäftigen müssen, ob wir wollen oder nicht. Ja, das wird also ein wichtiger Punkt sein, und Platz 34 ist schon mal ziemlich gut, gell? Und also das ist auf jeden Fall klasse. Also stolz, dass wir da auch wirklich was haben, womit wir die unterschiedlichen Felder, die Datenanalyse, die Simulation, die eben in allen Fachgebieten vorkommen, nicht nur in den klassischen naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik, Chemie und so weiter, sondern eben auch in den Lebenswissenschaften und jetzt auch in der Archäologie, wie wir auch gesehen haben jetzt vor ein paar Tagen. Ja? Also selbst in solchen Fächern, das wird besonders wichtig sein. Ich möchte schließen, indem ich nochmal zurückkomme auf Per Anhalter durch die Galaxis. Gell? Da gibt es ja jetzt als nächste Stufe, also den zweitgrößten Rechner der Galaxis, das ist ja Deep Thought. Ja? Deep Thought, ich weiß nicht, ob Sie das so im Hinterkopf haben, der dann eine Frage gestellt bekommt und dann rechnet und rechnet und rechnet und da kommt die 42 raus. Ja? Aber als er dann gefragt wird, was war denn das für eine Frage, dann weiß er nicht mehr genau, was für eine Frage das war. Ja? Das heißt, der Beauftragte wird dann ein neuer Rechner gebaut, der dann auch Erde heißen soll. Ja? Ein super Rechner, der die Frage quasi auch berechnet. Ja? Und das heißt also, worauf ich hinaus möchte, ist, wir werden mehrere Stufen haben, auch der Erweiterung. Das ist jetzt schon klar, also nicht nur der Ersatzbeschaffung, weil sich das natürlich sehr schnell entwickelt, sondern wir müssen auch hier eine Weiterentwicklung in den Blick nehmen, in die Richtung, die ich jetzt gesagt habe. Wir haben das Green Dice, den Green Dice Cube, ja, den wir auch da in den Blick genommen haben. Also wir stehen am Anfang von einer Weiterentwicklung. Und das wird uns viel Geld und Ressourcen kosten. Und wir hoffen, dass wir da auch unterstützt werden. Aber wir müssen natürlich auch selber was dazu beitragen. Und das ist uns allen klar. Aber das ist wirklich sehr wichtig, dass wir da also auch weiter uns in diese Richtung entwickeln. So, jetzt gucke ich auf meinen Zettel und schaue, ob ich irgendjemand vergessen habe, dem ich gerne noch danken würde. Und irgendwie ist da niemand mehr übrig. Ja? Vielleicht noch den Vertreterinnen und Vertretern unserer befreundeten Universitäten. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie von der Universität zu Köln kommen. Ja? Sie kommen aus Siegen, Sie kommen aus Duisburg-Essen und Sie kommen vom Forschungszentrum Jülich und hier sogar lokal, habe ich gesehen, vom Forschungsmuseum Alexander König. Ja? Also herzlichen Dank, dass Sie uns auch hier im Umfeld unterstützen. Und ich freue mich heute, dass der Kanzler, dass wir beide heute dabei sein werden und diesen Knopf drücken können, ja, der die Taktung der Welt verändern wird. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für Ihre schönen Worte. Das geht ja teilweise runter wie Sahne, ja, da fühlt man sich ja wirklich sehr gut. Mit Marvin, das muss ich aber ans Hochschulrechenzentrum weitergeben. Ich glaube, das war die Idee von Dr. Dirk Barbie. Ich hätte den auch Bonner 2 genannt, mir ist das egal, aber ihm war es sehr wichtig, der muss Marvin heißen. Genau, dann darf ich Bürgermeisterin Nicole Untersee an das Pult bitten. Ja, guten Morgen. Das ist ja wirklich ein schöner Morgen und bin gespannt, wie die Taktung weitergeht. Sehr geehrter Herr Professor Hoch, sehr geehrte Frau Professorin Mutzel,
Herr Engels ist noch nicht da, wie wir hörten. Sehr geehrter Herr Dr. Bockholt, verehrte Mitglieder der Universität Bonn, liebe Gäste. Als Bürgermeisterin freue ich mich sehr, heute zur Einweihung des neuen Hochleistungsrechners Marvin die Grüße der Stadt Bonn überbringen zu können. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt schon weiß, warum er so heißt. Das. Marvin ist ein außergewöhnlicher Rechner, denn er gehört zu den 500 weltweit schnellsten Supercomputern im High-Performance-Computing und ist einer der größten an einer Universität in ganz Deutschland, wie wir auch eben hörten. Mit diesen Möglichkeiten wird er nicht nur die Rechenkapazitäten der Universität Bonn erweitern, sondern auch der Forschung neue wegweisende Möglichkeiten eröffnen. Allerdings braucht sogar ein Supercomputer die Vorbereitung und Begleitung durch Menschen. Viele der hier anwesenden Lehrenden und Forschenden aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen der Bonner Universität haben dazu beigetragen, dass Marvin heute eingeweiht werden kann. Ganz herzlich möchte ich deshalb allen Beteiligten für ihren Einsatz danken. Am Beispiel von Marvin wird sehr gut deutlich, wie kooperativ und zukunftsweisend der Wissenschafts- und Hochtechnologiestandort Bonn arbeitet. Mit dem Supercomputer können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende noch komplexere Berechnungen und Simulationen durchführen, die unter anderem im Bereich der künstlichen Intelligenz, Chemie und Quantenphysik angewendet werden können. So werden die Forschungsgebiete der Robotik und des Machine Learnings in der Universität Bonn gestärkt, aber auch viele andere Fachbereiche können auf den Hochleistungsrechner zurückgreifen, wie wir eben auch hörten, so zum Beispiel aus den Geo- und Agrarwissenschaften, der Meteorologie, der Informatik und der Medizin. Dadurch ergeben sich weitere Möglichkeiten zum Austausch mit regionalen Forschungseinrichtungen, Institutionen und Unternehmen wie etwa dem Cyber Security Cluster oder im Exzellenzcluster FinEurope, das Methoden der Technologien im Bereich der Pflanzenforschung und Robotik entwickelt, die einen nachhaltigen Pflanzenanbau ermöglichen. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit führt zu Forschungsstandards auf höchstem Niveau und stärkt somit die Infrastruktur der Universität Bonn in ihrer Rolle als Exzellenzuniversität. In der national und international operierenden Wissenschaftslandschaft festigt das auch den Stellenwert des Wissenschaftsstandorts Bonn. Dadurch werden weitere Anreize für Studierende und wissenschaftliche Spitzenkräfte aus aller Welt geschaffen, ihre Forschungen und damit ihren Lebensmittelpunkt in unsere schöne Stadt Bonn am Rhein zu verlegen. Es freut mich sehr, dass wir mit der heutigen Einweihung ein wichtiges Zeichen für die Exzellenzuniversität Bonn setzen und damit auch für die Bundesstadt Bonn. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen interessanten Tag. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Grußwort und vielen Dank vor allem, dass Sie auch heute die Zeit gefunden haben, um hierher zu kommen. Dann haben wir jetzt die Gelegenheit, die technischen Details von Marvin kennenzulernen. Und als nächstes Dr. Rainer Bockholt und Dr. Dirk Barbie ans Pult kommen. Und ich weiß, dass Herr Bockholt schon viele Jahre auf den Marvin gewartet hat. Frau Mutzel, vielen herzlichen Dank. Magnifizenz, lieber Herr Hoch, sehr geehrte Bürgermeisterin, liebe Frau Bennewitz, ich freue mich auch, dass Sie da sind, Herr Gottschalk, und natürlich alle, die hier noch anwesend sind, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch aus dem Land, die daran teilnehmen, und alle Anwesenden, alle Gäste, herzlich willkommen hier. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, mindestens so wie Herr Hoch hier zu sein, obwohl Sie mich sprachlos machen, Herr Hoch. Das, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, das haben Sie alle schon gesagt. Also ich muss jetzt ein bisschen improvisieren hier. Die technischen Details, die stellt uns gleich Dirk Barbie vor. Aber im Wesentlichen geht es mir darum, Marvin ist auch schon erklärt, auf die 42 komme ich aber auch noch mal in anderem Kontext. So, ich hole ein bisschen aus. Frau Mutzel hat es gerade angesprochen. Übrigens an der Gewinnung von Frau Mutzel hoffe ich, dass ich nicht ganz unbeteiligt war. Bevor sie hierher gekommen ist, haben wir uns bei ihr zu Hause getroffen und ich habe 2 Stunden Seelenmassage betrieben. Und ich hoffe, dass das maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Sie sich richtig entschieden haben, hierher zu kommen. So, vor ziemlich genau 20 Jahren kam ein damals
junger Mann an diese Universität und ist Leiter des Hochschulrechenzentrums geworden. Es ist am Sonntag, am vergangenen Sonntag ist es wirklich genau 20 Jahre her. Und ziemlich bald habe ich festgestellt, jetzt bist du hier Leiter eines Hochschulrechenzentrums, in dem gar nicht gerechnet wird. Also nicht wirklich gerechnet, sondern wir machen halt IT-Produktionsbetrieb. Und ziemlich zu der Zeit ist in mir der Wunsch und der Gedanke aufgekommen, das müssen wir ändern. Das soll so nicht bleiben, sondern wir wollen dahin, wo wir eigentlich auch herkommen, nämlich wissenschaftliches Rechenzentrum sein. Und dieser Gedanke, der hat mich nie verlassen. Es gibt auch viel anderes zu tun, insofern ist das auch gar nicht schlimm, es gab genug anderes zu tun. Aber heute ist für mich, ehrlich gesagt, ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag, weil eins meiner Lebensarbeitsziele hiermit erreicht ist, mit der Inbetriebnahme dieses Systems. Und ich finde das ganz, ganz klasse. Und der Erfolg hat natürlich ganz viele Väter. Und ganz viele davon, Herr Hoch, haben Sie erwähnt. Das will ich im Wesentlichen gar nicht wiederholen, sondern nur noch mal, sag mal, den Fokus des Dankes etwas anders setzen. Einen Punkt haben Sie nicht angesprochen. Sie haben sich sehr aufs Gerät bezogen. Und das Gerät ist extrem wichtig. Was aber aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, Sie, das Rektorat der Universität, hat uns in die Lage versetzt, dieses System aufzubauen und versetzt uns auch personell in die Lage, dieses System sinnvoll zu betreiben. Das ist einmal die Betriebsmannschaft, sage ich jetzt mal, nicht despektierlich des Rechenzentrums. Das ist Betrieb, klingt so einfach. Das ist bei einem so komplexen System keineswegs einfach. Das ist äußerst schwierig. Also wir sind in der Lage, als Rechenzentrum mit der personellen Ausstattung, die Sie uns ermöglicht haben, Klammer auf, wir konnten noch nicht alle Stellen besetzen. Wir wissen alle, wie schwierig IT-Fachpersonal ist. Wir sind da aber weiter optimistisch und für die ersten Schritte, die wir jetzt gehen mit Marvin, da kommen wir so gerade eben zurecht. So. Und auch das Team von Frau Mutzel, auch das ist ja ein ganz neues Team, die mehr den wissenschaftlichen Bereich abdecken, den Beratungsbereich. Auch das ist extrem wichtig, um dieses komplexe System auch in der Wissenschaft sinnvoll nutzen zu können. Und das, wie gesagt, also der Aufbau dieser beiden Teams, die das System betreiben, der Aufbau ist unsere Sache, aber das zu ermöglichen, Herr Hoch, das ist insbesondere Ihrem persönlichen Engagement zu verdanken. Und ganz, ganz herzlichen Dank dafür. An Frau Bennewitz natürlich auch, die zuständige Prorektorin dafür ist, und Herrn Gottschalk, aber Sie möchte ich auch erwähnen. Sie sitzen an der Kasse und ohne Sie, wenn Sie Ihr Go nicht geben, dann geht halt eben auch gar nichts. Also wirklich ganz herzlichen Dank dafür. Herr Griebel sitzt hier. Wir waren lange Jahre Nachbarn in der Wegler Straße 6, ist jetzt im INS auf dem Campus, auf dem neuen Campus. Und ohne Sie, Herr Griebel, und auch Herr Schweizer, wäre es eben auch nicht möglich gewesen. Auch das möchte ich extra noch mal erwähnen. Wir haben zurzeit noch keine Infrastruktur, um ein solches System zu betreiben. Und ohne Sie, ohne Ihr Engagement, wäre es eben auch nicht möglich gewesen. Also auch Sie trifft wirklich ein ganz großer Teil der Verantwortung, dass wir hier heute feiern dürfen. Danke, Herr Griebel. Dankeschön dafür. Kommt ein kleiner Blick in die Zukunft jetzt noch dazu, neben anderen. Also ein wichtiges berufliches Ziel, ein ganz wichtiges Ziel habe ich erreicht, nämlich heute hier den Marvin. Es gibt aber noch ein anderes wichtiges Ziel, das ich erreichen möchte, und das ist Marvin 2. Und Marvin 2, den möchten wir nicht mehr im INS betreiben, sondern den möchten wir in einem neuen Gebäude betreiben. Dieses Gebäude, der Green Dice Cube, dafür ist ein Grundstück identifiziert. Wir sind im Mittelbeschaffungsprozess und so weiter und so fort. In Richtung Energie müssen wir noch ein bisschen optimieren. Ansonsten haben wir schon viel Vorarbeit geleistet. Und toi, 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 wenn wir es schaffen sollten, in meiner verbliebenen Amtszeit das noch zu schaffen, dann wäre ich wirklich super glücklich. Dann hätte ich noch einen weiteren Meilenstein, wirklich wichtigen Meilenstein für uns geschafft. Der Beschluss dazu ist gefasst. Und alle Beteiligten arbeiten daran, und insofern, ich bin da ganz optimistisch, dass es muss allerdings schneller gehen als in 20 Jahren, es ist deutlich schneller. Der technische Wechsel, der technische Wandel zwingt uns dazu. Marvin hat eine geschätzte Laufzeit von 5 bis 6 Jahren, und Marvin 2, wie auch immer er dann heißen mag, ich weiß nicht, welche Idee Dirk bis dahin dann hat, werden wir sehen, wir brauchen also für den ein neues Heim eigentlich. Und toi, 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 ich hoffe, dass das klappt. So, jetzt bin ich für heute fertig.
Die 42, da komme ich noch einmal drauf zurück, das gibt es nicht nur bei Douglas Adams. Ich habe einen Karikatur-Abreißkalender. Jeden Tag ist da ein Cartoon dran und manchmal sind die so lala und manchmal sind die wirklich so, dass sie einem lange im Gedächtnis bleiben. Und der, der mir im Gedächtnis ist und der hier so wunderbar hinpasst, ist: zwei Wissenschaftler, offensichtlich Mathematiker, stehen verschränkt in weißen Kitteln vor einer Kreidetafel, die vollgeschrieben ist mit Gleichungen und in der Mitte steht x gleich 42. Der Kommentar darunter ist komisch. Manchmal stimmt's und manchmal nicht. In diesem Sinne, mein Wort an die Wissenschaft: finden Sie mit uns die richtige 42. Wir unterstützen Sie nach Kräften. Dankeschön. Moin. Ja, ich wurde gefragt, ob ich ein paar technische Details zum neuen Rechner vorstellen möchte. Bevor ich damit anfange, habe ich mich sehr gefreut darüber, wie viel Aufmerksamkeit der Name Marvin schon jetzt irgendwie bekommen hat. Also da habe ich mich diebisch drüber gefreut. Wir waren uns nicht so sicher, ob das funktioniert, als wir den Namen so in die Dokumente langsam haben einfließen lassen und Bonner 2 immer mehr rausgeschoben haben. Natürlich funktioniert der Rechner gleich gut, ob man ihn jetzt nach einem fiktionalen Roboter oder nach einer Karnevalsprinzessin benennt. Aber ich habe auch Deutungen schon gehört von Ihnen, Herr Hoch, die hatte ich gar nicht auf dem Programm, die finde ich auch gut. Aber unser Gedanke war, das sollte ein bisschen mehr was über unser Team eigentlich aussagen als über den Rechner selber, denn wir wollen ja ansprechbar sein für Leute, die Probleme mit dem Rechner oder Schwierigkeiten mit der Nutzung haben. Und wen möchte man dann ansprechen? Am liebsten natürlich Nerds, die sich auskennen und die vielleicht ein bisschen Humor haben und nicht gleich knurrig sind am Telefon. Und daher kam der Wunsch, also einen entsprechenden Namen zu wählen. So. Okay, zu den technischen Details. Ich habe mich gefragt, soll ich einfach langweilige Zahlen runterrattern? Ich habe mich dann dafür entschieden, langweilige Zahlen runterzurattern und Fotos zu zeigen. Also das da drüben ist Marvin, wie er jetzt aussieht. Der sah aber nicht immer aus wie das da. Also auf dem Foto sieht man, wie der Raum zwischenzeitlich mal aussah. Also das ist noch ein relativ zahmes Foto. Denn man darf nicht vergessen, die große Arbeit, die bisher geleistet worden ist, ist im Prinzip der Umbau des Raumes und des Gebäudes, um den Raum überhaupt fit zu machen dafür, dass dieser Rechner da betrieben werden kann. Ja, also eine gewaltige Leistung, die da passiert ist. Marvin hat insgesamt drei Partitionen, mit denen gerechnet werden kann. Eine ist eine MPP-Partition, das bedeutet, das sind normale Prozessoren, in Anführungsstrichen, wie man die aus einem Laptop oder aus einem PC kennt, aber nicht mit 6 oder 8 Kernen, sondern Marvin hat insgesamt 18.432, glaube ich, Rechenkerne von diesem Typ, die alle miteinander gemeinsam arbeiten können und sich über Netzwerk miteinander verständigen, also Zwischenergebnisse austauschen. Und das macht da diese Partition so stark. Dann haben wir eine GPU-Partition, die für skalierbare GPU-Anwendungen vorgesehen ist. Das ist unsere stärkste Partition und eine, die für Machine Learning vorgesehen ist. Wir verfügen über ein 5-Petabyte-Filesystem. 5 Petabyte klingt nicht nach viel, aber das Besondere an dem Filesystem ist, dass die Bandbreite, mit der dieses Filesystem angebunden ist an die Compute-Knoten, die ist extrem und das brauchen die Machine Learning-Kollegen. Wir kommen auf einen theoretischen Peak-Wert von mehr als 2,6 Petaflop pro Sekunde. Das sind also 2,6 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Und das ist tatsächlich nur die S-GPU-Komponente. Also wenn man die anderen Komponenten mitzählt, da kommen wir wahrscheinlich eher auf irgendwas in der Größenordnung von 4 Petaflop pro Sekunde. Das sind also schon gewaltige Werte und wenn man sich vor Augen hält, das ist ein TIA-3-Rechner, also für die Universität und deren Projektpartner vorgesehen, da ist das schon eins der größeren Systeme. So, 18.400 Kerne habe ich schon gesagt, 320 Grafikkarten von diesen Intel-Grafikkarten, die, das macht irgendwie keinen Sinn damit. Insgesamt eine Lastaufnahme von etwa 430 Kilowatt und das ist eben der Grund, warum diese Umbaumaßnahmen in dem Raum notwendig waren.
430 Kilowatt elektrische Leistung. Das bedeutet, dafür ist eben nicht nur der elektrische Anschluss neu gemacht worden für dieses Gebäude, sondern insbesondere natürlich die Kühlung aufgebaut worden. Und das ist ein großes Unterfangen, das auch im vielleicht zwischendurch auch mit Risiken behaftet war und nicht ganz klar war immer zu jedem Zeitpunkt, ob das so funktioniert. Und wir sind unglaublich froh, dass das nicht nur funktioniert hat, sondern so nahtlos geklappt hat. Also das ist schon bemerkenswert, muss man sagen, wie gut durchgeplant das war, diese Umbaumaßnahmen, und wie nah am ursprünglichen Zeitplan das dann auch fertiggestellt und in Betrieb genommen worden ist. Das ist schon eine massive Leistung. Wir haben auch schon gehört, 432 ist der Platz auf der Top 500-Liste, den wir erreicht haben damit. Das ist auch genau genommen nur die skalierbare GPU-Komponente von Marvin. Also diese Listen funktionieren so, dass man eine Komponente dort anmeldet. Und dasselbe gilt für die 34 auf der Green 500. Das ist ein Wert, der hat uns sehr überrascht, dass wir es so knapp auf die Top 500 schaffen. Das hat man uns schon ausgerechnet, aber die Green 500-Platzierung 34 weltweit, das ist schon großartig, ne? Muss man schon sagen. Ich möchte auch schließen damit, dass ich ein paar Leuten danke, mehr so auf der Arbeitsebene. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergesse, weil ich meine eigene Slide nicht mehr sehe. Ganz wichtig ist mir zu danken Kevin Passon und der Abteilung Bau. Kevin sitzt da hinten. Kevin, vielen Dank, du bist immer da gewesen, du bist immer erreichbar gewesen, du hast dich tierisch um die Umbausachen gekümmert, immer auf dem Plan. Ohne dich wäre das heute hier nicht, hätte es nicht stattgefunden, muss man so sagen, ganz klar. Dann möchte ich Christopher Voss danken, der ist Admin am INS und hat die Umbaumaßnahmen von dort aus geleitet. Ich weiß nicht, ob Christopher anwesend ist. Ich möchte auch dem Einkauf danken, Herrn Weber vor allem. Ohne dessen Risikobereitschaft und auch Spielfreude, möchte ich mal sagen, wir die Ausschreibung am Anfang nicht so schnell und sauber über die Bühne gekriegt haben. Frau von Preußen hat sich dann sehr gut um uns gekümmert. Den Firmen Inco möchte ich danken für eine super Leistung bei der Vorherplanung dieser Umbausachen, die ein Jahr im Voraus auf den Tag genau geplant haben, wann welche Maßnahme stattfinden muss. Das hat natürlich nicht so geklappt, weil man dem Dachdecker nicht vorherplanen kann, wann er gutes Wetter hat. Aber das war schon beeindruckende Leistung auf jeden Fall. Und zum Schluss möchte ich der Firma Macware auch danken, die den Rechner geliefert und installiert hat, die sich auf unsere Sonderwünsche und Besonderheiten in diesem Raum auch sehr gut eingestellt hat und dann auch sehr flexibel auf unsere Probleme reagieren konnte. Genau, das von mir. Vielen Dank. Thank you.